Leute, ein herzliches Willkommen zu einer gepflegten Runde Splatoon mit dem guten Train 92. Yo! Und wir haben ein gutes Thema mitgebracht, denn zu aktuell, was halt zur aktuellen Popkultur, ne, was heißt Popkultur? Zur aktuellen Thematik, als was hier gerade los ist auf Twitter und Social Media, Thema, was gut genau passt. Und zwar das Thema Zensur in Videospielen. Erstmal. Richtig, ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf wir hinaus wollen und warum genau wir auf dieses Thema kommen. Denn momentan, es gibt bei Stellar Blade, ein Videospiel, da wurde zensiert gewisse Outfits. Und man kann wirklich von Zensur sprechen, denn da wurden gewisse Stellen am Körper, am Outfit dicht gemacht, damit man da nicht durchgucken kann. Soweit, ich glaube, verständlich, jeder weiß, was Zensur bedeutet. Und das ist halt Zensur, genau, wenn da halt was nachträglich nochmal verändert wurde, damit man weniger Brust sieht, zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel, oder dass der, Swimsuit nicht so viel Haut zeigt und solche Geschichten. Das ist sowas denn so, oder gewisse geschriebene Wörter einfach verharmlos, bisschen harmloser dargestellt werden. Das ist halt Zensur. Ne? Blut wird weniger angezeigt, genau. Und ja, alles, was im Original im 1.0 Version da ist, wurde einfach irgendwie verändert. Es wurde halt zensiert. Ja, genau. Also ich würde es auch als Zensur bezeichnen. Es wurde halt einfach weggehauen, um andere Leute nicht so zu offenden oder so. Ein absoluter Schwachsinn, Alter. Aber um mal wieder ein bisschen, also dass ich mal wieder ein bisschen runterkomme. Zensur im Videospielen ist für mich ein Thema, da habe ich einen ganz klaren Standpunkt. Ich bin gegen jedwede Zensur, die existiert, egal für welches Medium. Alleine schon, weil Spiele werden ja vermarktet, was ist ja klar, die müssen ja verkauft werden irgendwie. Und sie werden halt in einer Form vermarktet, die du dann halt einfach nicht bekommst. Nennt sich im Englischen False Advertising, also falsches Marketing. Und ich erwarte als Kunde ja aber, dass ich das auch bekomme, was mir vermarktet wird. Genau. Und wenn das dann aber mit einem Patch wegzensiert wird, dann fühlt man sich natürlich massiv betrogen zu dem, was man gekauft hat, wofür man Geld ausgegeben hat. Und das ist halt so das Ding, warum ich das nicht so gut finde, egal in welchem Medium. Ich möchte ein Medium so genießen, wie sich das der Entwickler von Anfang an halt vorgestellt hat. Und das kriegt man bei Stellar Blade halt nur noch, wenn man sich die Disc-Version kauft und dann das Internet abschaltet. Weil dann habt ihr die 1.0-Version und die ist halt komplett unzensiert. Dann habt ihr aber kein New Game Plus. Ist ein bisschen schade. Also mein Standpunkt zur Zensur ist, ich find's generell nicht gut, dass man überhaupt was zensieren muss, was für schon 18-Jährige ist. Ne? Das ist halt mein Punkt. Ja. Ich finde, Zensur, und für, wenn man halt für Minderjährige das was anpassen soll, das finde ich verständlich. Ich finde es halt nur bedenklich, dass man für Volljährige was zensieren muss. Ich meine, also ich finde diese Bevormundung von genau, schon Erwachsenen, finde ich, muss einfach nicht sein. Lass den Erwachsenen, die schon wissen, was sie kaufen, die schon Reife im Kopf haben quasi, die schon reif genug sind, selber zu entscheiden, was sie genießen wollen, was sie sich geben wollen. Lass die doch entscheiden, was sie kaufen. Ja, klar, für Jugendliche ist das denn wiederum. Dann ist das Spiel aber nicht ab 18, wenn die Zielgruppe jugendlich ist, ne? Das ist, das, da, da kann man halt. Da muss man halt andere Kriterien da erfüllen. Aber richtig, diese Kriterien dann, ja, dann werden nicht erfüllt, die werden nicht irgendwie erfüllt, wenn das halt Spiel ab 18 ist, also wenn das Spiel irgendwie zensiert wird. Da wird richtig, das Spiel das darauf ausgelegt, dass es für unter 18-Jährige ist, ne? Das Ding ist ja dann auch, wenn du ein Spiel für unter 18-Jährige entwickelst, also für Jugendliche und Kinder, dann brauchst du gar nichts zensieren, weil das Spiel in dem Bewusstsein schon entwickelt wird, dass das halt Kinder und Jugendliche spielen sollen. Ja klar, manche Spiele, dann entwickelst du es halt einfach so. Manche Entwickler sind halt auch so, früher zumindest war das so extrem, dass Spiele unbedingt wegen der USK, damit sie in die USK 16 oder 12 Freigabe bekommen, dass da ein paar Sachen rausgeschnitten wurde. Das war früher auch so gang und gäbe. Paradebeispiel Wolfenstein. Also, Wolfenstein ja, war da ein ganz krasses Beispiel. Das ist halt aber auch eine Sache,
da haben sie sich, jahrelang haben sie sich wegen der Symbolen halt auch allgemein gestritten. Ne? Das war jetzt nicht nur Wolfenstein exklusiv, das war halt auch so im Allgemeinen. Ne? Ich finde, richtig, im historischen Kontext ist das immer noch halt, man sollte es immer im historischen Kontext sehen, ne? Bei Wolfenstein ist ja nicht nur das Problem, dass ja nicht nur die Symbolik geändert wurde, sondern auch ganze Namen. Ja, ja. Ganze fucking Namen, ganze Gruppen wurden halt einfach umgeändert. Nennt sich Geschichtsrevisionismus. Geschichte sollte so aufgearbeitet, auch wenn Wolfenstein ein Game ist, das ist mir bewusst. Wenn es sich auf geschichtliche Themen bezieht, sollte man das auch so klar so benennen, weil du verharmlost damit sonst alles, was in so einer Zeit passiert ist, und das finde ich sehr grenzwertig. Deswegen, wenn es um historische Ereignisse geht, sollte man so akkurat wie möglich bleiben. Gerade wenn man diese Gruppen halt thematisieren möchte. Und das fand ich bei Wolfenstein dann schon sehr grenzwertig, dieses massive Zensieren. Auch nur in Deutschland. Ja. Nur in Deutschland. Das war, wenn man in Österreich sich das, die PEGI-Version geholt hat, war alles unzensiert. Lass mal nochmal zurück zu Stella Bay. Das ist auch eine sehr lustige Thematik, worüber man auch mal sprechen kann. Es ist ja nicht nur die Bevormundung durch das Outfit, ne? Es gibt auch viele, die das halt befürworten, dass Leute, die das unbedingt ja unzensiert haben wollen, dass die sie nur einen wiggeln wollen. Was natürlich komplett falsch ist, ne? Das ist halt eine komplette, das ist ein Strohmann. Richtig, hier geht das, es geht den Leuten ja, also wie bei mir, ich habe mir das Spiel ohnehin schon gekauft, du auch, aber es geht den Leuten, ist es eher, dass wir kritisieren, dass es überhaupt zensiert werden muss, ne? Richtig. Man kann verstehen, es gibt für, die Entwickler haben ja gesagt, das ist intended, was ich als absolute Lüge empfinde. Ja, ich glaube, weil die Klamotten, wie die zensiert wurden, das ist garantiert nicht intended gewesen. Das ist von Sony geforst, also das denke ich, es ist von Sony geforst. Ja, das ist naheliegend, ne? Aber was ich halt, was ich die Entwickler glaube, dass es halt nicht intended war, dass man halt mit Hard Air. Ich glaube, dass es wirklich eher aus Versehen passiert. Das ist nicht mit Absicht so eingeht. Ja, das denke ich nämlich auch. Und das ist, viele Studios haben ja auch quasi so eine Aufsicht darüber, dass die Symbole und so weiter, dass man sowas nicht, dass man sowas deuten kann. Viele Entwicklerstudios lassen andere rüber gucken, damit sie sowas ausschließen. Und ich glaube, das Entwicklerstudio hat das nicht gemacht oder es wurde übersehen. Deswegen glaube ich schon, ich denke nicht mal, dass das übersehen wurde, sondern du müsstest dich halt mit der amerikanischen Kultur auseinandersetzen, überhaupt zu verstehen, was das bedeutet. Ja, eben, deswegen glaube ich. Ehrlich, deswegen dieses Hard Air, ich musste danach googeln, um überhaupt zu verstehen, was das bedeutet. Ja. Das ist mir jetzt bewusst. Das Problem ist, wer hätte darauf geachtet, wenn das niemand erwähnt hätte? Das ist so dieses Ding. Niemand hätte darauf geachtet. Bis auf Leute, die halt wissen, was das bedeutet. Aber man muss halt bedenken, die haben es ja schon, bevor das Release raus ist, gab es ja schon den Day-One-Patch quasi. Die haben das schon rechtzeitig noch mit dem Day-One-Patch gefixt gekriegt. Das war ja wirklich, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, es ist eine Zensur, wenn die das halt hinterher noch wegpatchen. Aber ich glaube nicht, dass das so gewollt war, dass das halt irgendwie so aufgefasst werden kann. Ich glaube auch nicht, dass das so gewollt war. Und ich glaube, das haben Lustige sie mit, ist ja, ja, das haben sie ja mit Crime ersetzt und jetzt steht da Crime Air, was genauso scheiße ist wie das, was, also nicht genauso in dem Kontext, aber es hat genauso eine beschissene Bedeutung wie das davor. Das ist halt auch nicht so geil. Man kann es jetzt so als das Gegenteil lesen, ne? Ja, genau. Was natürlich auch so eher so eine politische Aussage gleichstellen könnte. Aber darum soll es jetzt heute auch nicht gehen, sondern allgemein um Zensur. Und, richtig. Ich finde aber auch, was die Medien so draus machen, ist ein bisschen lächerlich. Und da muss ich halt auch zum Beispiel hier. Ich finde, zum Beispiel der YouTuber Speckobst. Du hast wahrscheinlich die Diskussion mit mir da vielleicht auf Twitter mitgekriegt. So ein klein wenig. Der hat genau die Aussage auch gebracht, von wegen, dass sich Leute nur aufregen, weil das halt nicht sexy genug ist. Dabei ist das ja halt. Ich finde es nur ein bisschen ganz komisch, dass es halt, also die Aussage war ja von ihm, dass die Leute sich nur aufgeilen wollen. Und das ist halt die Thematik, dass die Leuten es nicht um Zensur ging, sondern halt nur darum, dass sie halt wirklich eine aufreizende Person spielen wollen. Ich finde gar nicht, dass es wirklich darum geht, weil sonst hätten, wenn es wirklich nur darum gehen würde, hätte sich keiner wirklich drüber beschwert, weil
Stellar Blade ist halt schon sehr sexy unterwegs. Ja, genau. Und das ist halt nicht, aber es ist halt eher, dass es halt Speckobst. Gut, dass du ihn erwähnst. Ich mochte ihn sehr. Ich mag seine Gaming-Reviews auch heute noch. Ja, aber sobald es um solche Themen geht, ist der halt so lost, Alter. Das ist so krass, wie lost dieser Typ ist, Alter. Das ist großartig. Es fühlt sich an, als würde er das Ganze nur wirklich sehr oberflächlich betrachten. Was die Zensur-Thematik angeht. Ich meine, er schrieb ja selber, dass er wirklich nur mitbekommt, dass die Leute sich nur wegen den Aufzügen, wegen den Klamotten da ein bisschen, dass sie das als Beispiel nehmen. Ja, ist halt das Offensichtlichste. Man sieht doch nur an den Klamotten so wirklich, wie extrem das zensiert ist, indem er also ein Stück Stoff da hinzugefügt wurde. Wie soll man es denn verbildlichen ansonsten? Wie soll man den Leuten natürlich ist das Naheliegendste, dass man den Leuten zeigt, was zensiert wurde an den Outfits, weil es wird halt auch groß an den Blut gezeigt, aber du kannst halt nicht ständig dieselbe Cutscene zeigen, weil bei den Outfits da sieht, weil man es bei den Outfits einfach viel besser sieht, wo die Schere, beziehungsweise wo wo die Schere angesetzt wurde, wahrscheinlich. Nee, die Schere nicht, genau, wo halt ein Stück Stoff nochmal hinzugepatcht wurde, ne? Im wahrsten Sinne gepatcht. Ja, genau, und wie du schon sagtest, und dass finde, es den Leuten nur darum geht, dass sie sich einwiggeln können, ist halt falsch. Es und geht finde, den Leuten grundsätzlich halt um Zensur. Ja, klar, es kann gut einige geben, die halt auch so, die es halt genauso sehen, ne? Die halt, die sich wirklich da wiggeln wollen. Die halt wirklich diese Agenda so in sich haben, so sexy, alle anderen sind Vogue. Das ist halt auch so eine dumme Agenda, weißt du? Dass sie halt, also einige, dass sie halt alles als andere Vogue bezeichnen, ist halt so dumm. Es ist halt einfach so. Oh, das ist schwierig. Ich weiß nicht, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen. Ich finde halt die Aussage schwierig, alles nur darauf zu beziehen, dass Leute sich entwickeln wollen, was natürlich komplett falsch ist. Ja, eben, es geht den Leuten auch nicht um die Leute über einen Kamm scheren. Von Zensur. Du kannst ja halt Leute über einen Kamm scheren. Richtig, es geht den Leuten, so hab ich das mitbekommen, geht es den Leuten grundsätzlich um die Thematik der Zensur. Dass die Leute das einfach nicht okay finden, egal bei was, dass das halt weggemacht wird. Weil, wenn das vermarktet wird und du bekommst es dann aber nicht so, wie es vermarktet wird, dann sind die Leute natürlich unzufrieden. Ich auch. Und Leute, die. Was man auch nicht vergessen ist, dass Leute, die dagegen sind, gegen Zensur sind ja nicht gleich gegen Regenbogen quasi. Die sind ja nicht dagegen. Eben, genau. Das heißt ja nicht, dass die dagegen sind. Die sind ja nicht alle so, alle Frauen sind sonst hässlich, aber bei uns nehmen sie, aber bei den attraktiven Frauen nehmen sie halt die Attraktivität weg. Das heißt ja nicht dasselbe. Es ist einfach, die mögen einfach nur keine Zensur. Ne? Richtig, genau, das ist, weil das Thema, was du gerade gemacht hast, ist ein völlig anderes Thema. Uglification nennt sich das heute, glaube ich. Ja. Das ist ein völlig anderes Thema. Ja. Das hat mit Zensur halt wenig zu tun, eben, ne? Aber Zensur und das andere Thema, das sind zwei verschiedene Sachen und deswegen. Und ich finde, viele vermischen das so ein bisschen und ich finde, ist das ein prominenteres Beispiel, was ich jetzt nur auf dem jetzt vor kurzem hatte. Natürlich. Deswegen gibt ja nicht nur Speckobst. Und ich finde, er betrachtet es halt ein bisschen falsch. Ne? Finde ich auch, ja. Deswegen, das ist halt einfach nur Zensur, weil was viele stört. Und ich finde, man sollte auch da dahingehend auch ein bisschen ein Zeichen setzen. Ich meine, wenn die Leute wirklich sich entwickeln wollen, dann brauchen sie kein Spiel. Ne? Richtig. Dann braucht man kein Videospiel spielen. Das ist halt auch irgendwie dumm. Ich weiß nicht, da denken die Leute irgendwie immer so schlecht. Und ich glaube, Speckobst hat diese Game-Journalisten-Krankheit, dass man alles kritisch betrachten muss, was irgendwie ist. Und Gamer sind allgemein. Ich finde, bei ihm merkt man so ein bisschen heraus, dass er ja so ein bisschen, wie soll ich beschreiben? Ich will jetzt nicht gemein klingen, ne? Das ist ja das Ding. Ich finde, er stellt sich immer ein bisschen über andere in seinen Reviews und wie er halt wie er sich halt gibt, finde ich. Und ja, das ist legitim. Die Meinung kann man legitim haben. Also. Und deswegen fand ich das. Ich mag seine Reviews trotzdem, aber ich fand das ein bisschen sehr oberflächlich betrachtet. Ja, ich auch. Also wenn es um solche Themen geht, dann verfolge ich ihn gar nicht, weil ich das absolut halt sehr oberflächlich betrachtet finde. Genau das ist es. Aber Leute, ja. Endfazit. Zensur ist scheiße, egal in welcher Form. Aber ihr könnt auch gerne eure Kommentar zu schreiben. Zensur kann ich halt verstehen, wenn was wirklich was wirklich nicht intended war, rauspatcht, was halt wirklich Leute
triggert. Also nicht triggert, aber was halt, wo die Entwickler wirklich merken, wollten wir nicht, dass man das so auffasst. Es ist klar, es ist immer noch Zensur, aber da kann man wenigstens verstehen, warum. Genau, gut, dass du hier die Unterscheidung machst, nicht, dass man das halt dir dann falsch auslegt. Wir verstehen halt nur nicht, warum man unbedingt das Dekolleté zutackern muss, während sie in Last of Us 2 da halt offensichtlich, da wird halt jemand anders. Da haben zwei Leute einfach eine gute Zeit, sagen wir es mal so, ne? Um es nett auszudrücken. Genau. Die Leute einfach eine gute Zeit, während man bei anderen Spielen das Dekolleté zutackern muss. Das ist halt sehr merkwürdig, ne? Und das ist halt was man kritisieren kann. Gut. Genau. So viel sei dazu gesagt. Also, Zensur ist scheiße, wie Miko das schon gesagt hat. Es gibt Zensur, die man verstehen kann, aus bestimmten Gründen. Macht es trotzdem nicht besser. Genau das ist der springende Punkt, glaube ich, von dieser ganzen Debatte. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Würde uns interessieren. Wir können auch noch was lernen. Vielleicht habt ihr da ertragreiche Erkenntnisse für uns. Und, wer weiß. Ja, wer weiß. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Liked unsere Videos, abonniert unsere Kanäle und wir sehen uns im nächsten Splatoon-Video wieder. Bis dann. Ciao.